Ich war schon immer wahnsinnig liedverrückt. Ich liebe am Lied, dass man eine kleine Geschichte in sehr, sehr kurzer Zeit erzählen kann. Und dann habe ich mich gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn ich viele dieser kleinen, in sich geschlossenen Geschichten nehme und aneinanderreihe, dann entsteht nämlich eine neue Geschichte. Es muss ein wunderbares sein, ums Leben zweie Seelen sich schließen ganz einander ein, sich nie ein Wort verhehlen. In unserem Fall ist das eine Liebesgeschichte geworden, die aber keine Liebesgeschichte bleibt, sondern sich zu einem echten Kriminalfall entwickelt. Mord und Totschlag inklusive. Auf meiner Suche und den Ermittlungen durch den deutschsprachigen Liederschatz bin ich auf so manches Schmuckstück gestoßen. In Jan-Philipp Schulze habe ich den fantastischen und passendsten Komplizen gefunden und so haben wir uns in einen abenteuerlichen Liederabend gestürzt. Als ihr trunken war und hinunterschwamm von den Bächen in die größeren Flüsse, schien der Opal des Himmels sehr wundersam, als ob er die Leiche begütigen müsse. Tang und Algen hielten sich an ihr ein, so dass sie langsam viel schwerer war. Wir haben eine sehr große Bandbreite an Liedern eingespielt und so haben wir neben den absoluten Klassikern auch sehr, sehr selten gehörte Lieder im Programm. Eines dieser Lieder ist von Bruno Walter, den alle als weltberühmten Dirigenten kennen, aber wohl nur die wenigsten auch als Liedkomponisten. Über die Stoppeln wie die Geschichte ausgeht, das müssen Sie selber herausfinden.